grüße euch. Servus, liebe Zuschauer, hier zum 7. Türchen unseres Adventskalenders 2023. Hier auf Odyssey, Twitter, Telegram, YouTube natürlich und unserer Netzseite. Wieder eine Anregung eines lieben Zuschauers, der diese in einen Kommentar geschrieben hat unter einem vorherigen Türchen. Heute geht es um Philipp Otto Runge. Ja, neben Caspar David Friedrich, den wir ja im ersten Türchen hatten, einer der Hauptvertreter der deutschen Romantik, allerdings auch ein tragisches Leben, muss man sagen. Das ist hier ein Selbstporträt mit, da war er 23, 24 Jahre alt circa. Runge wurde geboren in Wolgast 1777, und zwar genau am 23. Juli, und ist verstorben am 2. Dezember 1810 in Hamburg. Das bedeutet, er ist leider nur 33 Jahre alt geworden. Er war schon als Kind an Tuberkulose erkrankt und verstarb auch letztendlich an dieser Krankheit. War auch damals eine weit verbreitete Seuche, muss man fast schon sagen. Als neuntes von 11 Kindern, ja, auch da wieder eine große Familie geboren. Und vielleicht gleich mal vorweg, ja, als ja, das verrate ich noch, weil es gibt nämlich wirklich, es ist ein vielseitiger Mann gewesen, und mit seinen 33 Jahren, die er nur zu leben hatte, hat er ein tolles Werk hinterlassen. Wir haben hier Runge porträtierte gerne Kinder, hier seinen Sohn Otto Sigismund und seine Tochter Maria Dorothea. Das ist hier, Entschuldigung, hier natürlich. So. Hier ein schönes Bild, wirklich eine schöne Stimmung, auch wenn die jetzt nicht gerade fröhlich wirken, aber es ist ein tolles Gemälde, wie ich finde. Und das Gemälde ist leider 1931 verbrannt, wie übrigens auch noch andere Werke von ihm. Leider Gottes, aber Gott sei Dank gibt es wenigstens noch einen Druck davon. Und es geht weiter mit tollen Fotos. War nämlich eben auch viel mit Scherenschnitten hat er sich beschäftigt, ja, auch schon als Kind, weil er auch da oft bettlägerig war aufgrund seiner Krankheit. Da haben wir hier ein Beispiel, Blick auf Wolgast, ja. Schon als Kind fertigt er Scherenschnitte an. Erhalten ist unter anderem ein Schnitt, der die Silhouette seiner Heimatstadt mit Kirchen und Mühlen zeigt. Das ist der hier, für damals schwierig zu machen, ehrlich gesagt, ja. Als Maler konzentriert ist vor allem auf Porträts. Da haben wir hier die beiden Kinder, dann haben wir hier seine Scherenschnitte. Da gibt es noch mehr. Erhalten sind längst nicht alle, aber zumindest noch Abbildungen davon. Das hat ihn begeistert, diese Art, diese Technik, ja, sozusagen. Und hier haben wir seine Frau, ja, Pauline, von ihm gemalt. Auch toll gemalt, muss ich wirklich sagen. Also das ist, ich sage es als Laie, mir gefällt es einfach. Ich finde es einfach ein wahnsinniges, wahnsinnige Stimmung mit Licht und Schatten und die Farben. Das ist schon wirklich toll, was diese Maler damals schon für eine, ja, für ein Bild wirklich machen konnten, was wirklich beeindruckt, ja, was wirklich, wo man wirklich länger stehen bleibt und sich sagt, das schaue ich mir jetzt mal genauer an und auch mal die Details sich anschaut, was da alles für eine Arbeit und für ein Talent dahinter steckt. Hier haben wir die kleine Perthes, ja, auch Kinderporträt von Philipp Otto Runge. Und vielseitiger Künstler, ich lasse das mal stehen, weil das ein süßes Bild ist. Neben dem Malen und Zeichnen ist Runge auch auf anderen Gebieten aktiv. Er illustriert Bücher, entwirft Spielkarten und Bucheinbände, beschäftigt sich mit der Innenausstattung von Räumen. Zudem entwirft er mit seiner Farbkugel eine neue dreidimensionale Farbenlehre. Runge als Erzähler, er hat sich auch als Schriftsteller betätigt. Und jetzt kommt's, das habe ich nicht gewusst, das ist wirklich beachtlich, kennt glaube ich jeder das Märchen von dem Fischer und Sinefru, ja, mit der Frau, die nicht genug bekommen kann und der Butt immer wieder die Wünsche erfüllt vom Fischer.
Und das ist tatsächlich von ihm, und Grimms Märchen hat das haben das in ihre Märchenbuch mit aufgenommen. Ja, aber es ist von Runge selbst geschrieben und erfunden quasi. Wie viele übrigens, es waren schon mehrere Maler in den Adventskalendertürchen, die mit Goethe Kontakt hatten. Also der war natürlich in diesen Kreisen unterwegs. Mit vielen bedeutenden Dichtern seiner Zeit steht Runge in Kontakt, darunter etwa mit Johann Wolfgang von Goethe und Clemens Brentano. Auch mit dem Malerkollegen Caspar David Friedrich ist Runge, der unter anderem in Kopenhagen, Dresden und Hamburg lebt, eng befreundet. Also da gab es durchaus enge Verbindungen. Und wie gesagt, so hochtalentiert auf so vielen verschiedenen Gebieten, Scherenschnitte, Malerei, Schriftstellerei, Inneneinrichtung. Das ist schon wirklich bewundernswert, ja. Und ein Individuum, wie sie selten geboren werden, soll Goethe über Runge gesagt haben. Und Brentano bezeichnet ihn noch 1837, 27 Jahre nach Runges Tod, als den tiefsinnigsten Künstler der unmittelbarsten der neueren Zeit. Finanziell ist Runge demnach dennoch nur wenig Erfolg beschert. Regelmäßig ist er auf Unterstützung seines Bruders Daniel angewiesen. Es ist wirklich tragisch, weil als Runge 1810 in Hamburg stirbt, ist das jüngste seiner vier Kinder noch nicht geboren. Es kommt einen Tag nach seinem Tod auf die Welt. Philipp Otto Runges Grab befindet sich auf dem althamburgischen Gedächtnisfriedhof in Hamburg-Ohlsdorf. Ja, wir machen vielleicht nochmal schön hier sein Selbstporträt. Also ich bin wirklich begeistert. Wo kann man denn Runge-Bilder sehen? Drei wichtige Gemälde Runges wurden 1931, das war das, bei einem Großbrand im Münchner Glaspalast zerstört. Heute existieren noch 35. Die weltweit größte Runge-Sammlung mit 30 der erhaltenen Gemälde sowie knapp 400 Arbeiten auf Papier befindet sich in der Hamburger Kunsthalle, ein Verdienst des ersten Direktors Alfred Lichtwag, der einen Großteil der Runge-Bilder ankaufte. Also wer in Hamburg lebt oder die Stadt besucht, kann sich durchaus mal auch vornehmen, vielleicht wenn er Lust hat, in die Hamburger Kunsthalle zu gehen und sich die Runge-Bilder im Original anzuschauen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes als hier auf dem Bildschirm, und das soll auch die Anregung sein für euch, liebe Zuschauer, wenn ich da oder wir euer Interesse wecken konnten, würde es mich freuen, wenn ihr dann weiter recherchiert oder auch wirklich mal von Runge oder von einem anderen Künstler, den wir hier vorstellen, wenn ihr in der Nähe seid oder da irgendwo vorbeikommt, dann doch mal auch mal ins Museum zu gehen und sich die Originale anzuschauen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja, wie gesagt, Philipp Otto Runge, Romantik, deutsche Romantik, aber eben auch Märchen, Der Fischer und Sinefrou, habe ich nicht gewusst. Wieso lerne ich auch immer wieder dazu, wie ihr es auch in den Kommentaren immer wieder erwähnt, dass man zwar vielleicht oft das Bild kennt, aber den Künstler nicht wusste. Und dann jetzt, zum Beispiel bei den vorherigen Türchen, bei Beethoven und bei Goethe, dass man dann weiß, ah, das war der Stieler, ja, der Münchner Hofmaler zum Beispiel. Ja, ich freue mich auf das achte Türchen. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Und es ist wirklich eine Fülle an Künstlern und großen Talenten, die wir hier in Deutschland hatten und haben, hoffe ich noch, ja. Aber wir kommen auch bald in die modernere Zeit, ins 20. Jahrhundert. Ich muss aber zugeben, lieber sind mir die alten Meister oder die Meister aus dem 19. Jahrhundert. Mit der ganz modernen Kunst bin ich jetzt nicht so ja, verbunden, sage ich mal. Aber natürlich müssen wir da auch, da haben wir auch in Deutschland tolle Künstler hervorgebracht im 20. Jahrhundert. Und die werden natürlich nicht unerwähnt gelassen. Danke fürs Dabeibleiben und dabei sein. Und bis zum nächsten Türchen. Macht es gut, ihr Lieben. Servus. Wo geht denn das hier aus? Servus.